Sind Sie Marcello Bobber? Ja, ja. Ja. Balloni, Toni, mein Name. Das ist für uns ganz, ganz wichtig. Momentan schwierig, ne? Ja. Ich habe keine Seite mehr, leider. Oh, Entschuldigung, ist eine Verwechslung. Bin auch sehr sportlich, gell? Durchtrainiert. Guck, wie Bordon, Kakao. Der eine ist ein bisschen dunkler, aber beide sehr muskulös. Jetzt ist auch das Wasser gelaufen. Und wenn ich gucke in dieses Haus jetzt, ich sag immer Dank zu Gott, ne? Aha, C. Roberto, Asamoah, Kakao, Bordon, Lucio, Marco Rose, Dirk Hein, die kann man alle kaufen. Also wenn man richtig gute Spieler kaufen will heutzutage, ja, Juniorchef, dann ist es so, man muss auch mal zu dem Spitzenspiel gehen. Ja, so eine Traumelf wollen wir haben, Herr Roth. So eine Traumelf. Die Spieler sind hot. Also Herr Roth, wir haben ja einen sehr guten Abwehrspieler, glaube ich, jetzt gefunden. Ja, der Hammer Gottes. Ich gucke immer, wo ist der Engel? Bon dia, mein Name ist Toni Balloni, das ist mein Freund. Wir wollen ein Dream Team kaufen. Kakao? Kann man da einfach mal klopfen? Tudo bem? Tudo bem. Bist du C. Roberto? Nein, du C. Roberto. C. Roberto, Bordon. Super Spieler, aber weißt du, die kosten halt ein bisschen was. Mit der ganzen Kohle bin ich mir echt ein bisschen unsicher. Ja. Weißt, hast du das nochmal gezählt? Ja, also mein Buchhalter, der hat das. Boah, ist das schwer, das Geld. Oh. Hallo, sind Sie Asamoah? Hallo? Ja, da muss ich mal fünf Finger. Ich habe den besten, das ist Medidia, Medidina Mohammed. Das ist mein Modell. Verstehst du da was? Ich verstehe es mal gerade gar nichts. Dirk Heinen, guten Torwart. Ihr müsst mich nehmen, ins Team! Ihr müsst mich einfach nehmen! Also auch wenn es jetzt um Verletzungen ging oder so, das war halt auch so, dass Gott da absolut immer super Regie geführt hat in meinem Leben. Servus. Hallo? Könnte er sein. Kennen Sie Bunkuncha? Ja? Ich glaube, das ist er. Und deswegen ist sie einfach die Glaube einfach stärker geworden, dass ich einfach sage, dass ich einfach jeden Tag bete oder dass ich, wenn ich Zeit habe, dass ich einfach zur Kirche gehe. Meine Augen sind auch blau. Der Gott hat zu mir gesagt, jetzt weißt du, dass ich noch lebe. Jetzt weißt du. So was kannst du nicht kaufen. Ich danke immer Gott. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, in der zweiten Liga, jetzt in der Vorrunde habe ich immer nach dem Tor habe ich gebetet auf dem Platz. Aha. Direkt gekniet und gebetet. Ja. Zum Glück gibt es dafür noch keine gelbe Karte. Gott sei Dank. Entschuldigung, sind Sie Herr Lucio? Ja. Ja, ah, hallo. Toni Balloni, mein Name. Hallo. Herr hallo. Einer der besten Innenverteidiger der Welt, Brasilianer Weltmeister, Lucio. Lucio? Den Lucio würden Sie uns empfehlen? Den würde ich euch empfehlen. Den kann ich euch gut empfehlen, weil ich von seinen Qualitäten überzeugt bin. Außerdem hat er einen sehr, sehr guten Charakter, ist gottgläubig. Also bei ihm passt alles zusammen. Ja, was heißt ihr Lucio? Was heißt immer dieser Lucio? Lucio, kann ich schon nicht mehr hören, immer diese Brasilianer. Da mit dem Jesus Christ. Über mich müsst ihr mal ein Porträt machen hier. Auf den Fersen von C. Roberto da Silva Junior sind wir hier gelandet bei einem Fußballclub. Da liegt er da und er hört immer das Gras. Er weiß genau, wie das Gras wächst. Deswegen hat er diese Kontrolle auf dem Ball. Stimmt das? Nein. Ja, und jetzt, Herr Roth, zeigen Sie mal den Original. Genau. Claudemir Geronimo Barreto begann einst vor vielen Jahren in der 10. Liga. Kakao hat damals gewonnen. Die Champions League. Du hast Jesus auf dem T-Shirt. Fair spielen. Okay, Leute, jetzt kommt.
Fußball. Es geht hier um das richtige Geschäft. Keine weiteren Fragen. Für diese Frage kriegt der Reporter eine rote Karte. Rote Karte. Raus. Ich komm, Sepp.